Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew mit Patrick und Tino. Genau. Und die Situation ist unverändert. Ich hasse Tino und Malte. Das Karma hasst mich. Ja. Wir auch. Endlich Aventador zum Driften. Na, jetzt bin ich gespannt. Jetzt sehen wir drei Aventadors auf der Strecke. Ja. Aventador. Was habt ihr für ein Ausbaulevel? Fahrzeugstufe? 885. 149 habe ich noch. Ärgerlich, ärgerlich. Ein gelber, ein oranger Ja. und ein weißer. Ein gelber Lamborghini sieht auch gut aus. Da gibt es Stimmen, die dagegen setzen. So, na jetzt bin ich mal gespannt, wie die Möhre driftet. Oh Gott! Da ich gerade ein bisschen die Kontrolle verloren. Ja, der ist ganz schön sportlich unterwegs, aber der ist von der Steuerung ist der extrem geil. Ja. Also der bricht nicht so hardcore aus. Ja. Und er lässt sich auch super gut halten, ne? Ja. Okay, der ist wirklich gut, muss man zugeben. Oh Gott, ich hab grad so einen Fingerklaus, ey, ich krieg grad nichts ab. Das ist so ein Gesichtsklaus. Du kleiner Spann. Nein, brech doch nicht ab, ach Mann. Also. Den kannst du auf der Geraden besser driften wie in der Kurve. Nein, meine schöne 15er Kombi. Patri hat schon wieder keine Punkte gemacht, das ist gar nicht gut. Naja, kommt gleich wieder so ein 100er. Ja. Ich etwas aus dem Konzept hier. Ja, ich hab auch gar nicht auf die Reihe gekriegt. Sag ich auch, 100er Kombi. Kombi. 100er Kombi. Oh Gott. Das Problem ist, ich kann es jetzt nicht mehr auf den Wagen schieben. Ich muss sagen, der trifft sich echt gut. Es fühlt sich auch besser an. Ja, jetzt musst du einfach mal zugeben, dass es einfach meine fehlt. Unfähigkeit ist. Oh ja, das weiß ich eigentlich. Würde gern noch mal. Ja, können wir machen. Ich muss dazu aber auch sagen, Okay. dass mein Gamepad etwas kaputt ist, dass das Gas nicht anspringt, wenn ich nur drauf drücke. Ich muss es richtig reinhämmern. Hast ja bald ein neues. Hab Ist ja auch ich? in jeder Folge. Ja. Ach, du bringst es mit, Silvester? Ja. Nice. Bueno. Ach, mittlerweile war ja schon Silvester, ne, wenn die Folge kommt. Richtig. Frohes Gesundes Neues. Neues. Oh, ich habe 574 Ränge gut gemacht. Das ist schon mal Ich was. habe 9 verloren, Ach, jetzt aber. habe ich wieder auf Fortfahren gedrückt. Das ist doch Kacke. Einmal einen vernünftigen Mann. Crewleiter und über Mike beschwert er Weißt sich immer. du, bei Mike läuft das wenigstens immer alles. Nee. Bei Mike Nee. läuft das elektrisch Tut es immer nicht, alles. Patrick. Ich habe mich am Tee verschluckt. Shit. Wird nicht empfohlen. Aber ich finde, die Strecke ist auch ein bisschen kacke. Echt? Gibt Ich finde die schönere. ganz gut. Ja, Das es gibt sieht man an den schlimmere. Punkten, Es wo du gibt die findest. schlimmere, Tino. Ja, diese eine im Dorf, die war Tino, es cool. gibt wirklich Ja, schlimmer. wirklich. Tino, schlimmer. Ja, Ganz diese eine schlimme da im Finger. Dorf, die war Die ziemlich im gut Dorf sogar. drin, ja, im Dorf, ja. Ja, wollt ihr jetzt mal euer Fahrzeug auswählen? Hab ich. Hab ich. Gut. Bin Tino stolz auf lässt aber euch. die Zeit ablaufen. Wieso? Ja. Es geht nicht Doch, anders. indem du B drückst. Okay, das. Okay. Wieder was Okay. gelernt. Okay. Was ich gut fand, direkt in der Stadt. Mit diesem Kreisverkehr Ja, oder was das da war. das meinte ich ja mit dem Wort. Das war mega. Aber den kannst du gut fangen, ne, den Lambo. Auf jeden Ohne Fall. Ende, Alter. Das Ding ist echt mega. Geiles Driftauto. Ja, aber bei mir läuft gerade nicht. Oh, ich habe eine 17.000er-Kombo gemacht. Bei mir läuft nicht.
heiße Patrick und bin doof. Das ist das, was Tekko an ganzen Dings macht, hier im ganzen Trip. Bei mir leckt's nur wie Scheiße gerade. Das kotzt mich an. Die Kurve, die du gerade fährst, Malte, die musst du eigentlich nur mit Vollgas fahren, wenn du richtig Drift hast. Dann driftest du da perfekt rum. Bei mir geht's nur darum, die Kombi auf geraden Strecken zu halten, weil mein Gas, ich kann ja nicht gut mit dem Gas spielen. Mein Gas geht ja nicht. Der gibt dann, wenn ich durchdrücke, gibt er einfach nur so ein gewisses Maß an Gas, aber nicht komplett. Keine Ahnung, dann fährt er immer so 50 oder so. Das ist so ein Tempolimit, was ich da eingebaut habe in meinem Controller. Oh Mann, ich drifte immer zu spät wieder. Ja, das liegt daran, dass du selbst in einem Rennspiel dich schön nach Gesetze richtest. Ja, ja, auf jeden Fall. Tempolimits und so. Ja, weil ich da so richtig hinterher bin, dass auch jeder sein Tempolimit hält. Ja, das geht nicht um Schnelligkeit, ne? Ach, wirklich, danke. Und 90 Grad ist auch ein bisschen zu viel. Irgendwann zählt er nicht mehr, Malte, ja? Ja, ich weiß. Das kenne ich. Nein, oh, 100, Malte, Mann, guck mal, Tino ist im sechsstelligen Bereich. Ich nicht. Ihr Bitches. Ich habe mich trotzdem verbessert. Ja, da war nicht so schlecht. Darum hat er auch die ganze Zeit nicht gesagt, was bei ihm liegt. Naja, man muss ja mal konzentrieren. So, plus 12, ausstatten. Danke. Ich habe mich trotzdem verbessert. Alles 300 gut. Ränge verbessert, nice. Ich auch. Top 500. Ich nicht. So, okay. Genug gedriftet. Was wollen wir jetzt machen? Bleibt uns ja nicht viel über, ne? Dragstar und Monster. Dragstar oder was? Ja. Fliegt zwar raus. Wird auch Dragstar machen, oder? Ach so, ja, stimmt. Bei dir war ja wieder der Bums. Ja. Man denkt immer so, oh, jetzt läuft's und dann fliege ich wieder raus ab der Hälfte der Stadt. Aber sag mal, diese Dings, die du gewinnst, diese Pakete da, dieses Monster-Truck-Paket, das kannst du trotzdem für alles einsetzen, oder? Ja, für alles, was verfügbar ist. Also in welches Auto es einbaut, ist egal. Nee, ich meine, du kannst es auch als Drift nehmen oder so. Nee. Achso, du meinst das Exoten-Kit? Nein. Dass es ein allgemeines Exoten-Kit ist? Nee, das ist nur ein Monster-Truck-Exoten-Kit. Nein, du bekommst entweder ein Drift, Monster oder ein Drag-Kit. Wo hatte ich jetzt das Driftkit her? Wahrscheinlich von deinen Exotenpunkten. Du bekommst doch hier auch, wenn du genug Rennen machst, füllst du so eine Exotenleiste auf. Und wenn die voll ist, bekommst du so ein Starterkit. Irgendwo düdelt denn ihr da hinten rum? Also Patrick, ich habe auch keine Ahnung, wie du losgefahren bist, aber dein Start war nicht normal. Ich bin nicht rausgeflogen. Doch. Da war ich aber schon im Ziel. Ja, ich hab's gerade gesagt. Ohne Scheiß, Patrick. Also, hätte ich's nicht gesagt. Ich stand noch, dann warst du schon 100 Meter weg. Hat einen guten Start gemacht. Und ich hab einen perfekten Burnout mit einem perfekten Start. Ja. Und trotzdem. Aber guck mal, was für einen Zeitunterschied wir haben. Krass. Das ist ja minimal. Ja, aber überleg mal, wie weit du vor mir ins Ziel bist. Das ist halt mit der Synchro hier, das kannst du halt abhaken bei Dragstar. Dragstar geht gar nicht von der Synchronisation. Komm, Tino, gib alles. Ja, ist schön alleine zu fahren. Also ich muss jetzt laut Dings war ich so, also eigentlich war ich ja in dir drin. Meine Schnauze war in deinem Arsch. Nice. So, es müsste jetzt so ein minimaler Zeitunterschied sein. Oh ja, ist es auch. Ja. Aber ich habe mich aber gut verbessert. Ich krieg gerade einfach nur gute Starts hin. Ich krieg keinen guten Start hin gerade. Ich feiere jetzt gerade komplett. Na, schauen wir mal. Lass uns mal gleich am Anfang das Nitro verballern, dass wir uns am Ende noch mit dem Windschatten hochhalten können mit der Geschwindigkeit. Jupp. Also sobald wir im höchsten Gang sind. Und Nitro. Alles perfekt.
Meins war schlechter. War schlechter? Ja. Ich hab alles perfekt. Ja, aber die Zeit war schlechter. So scheiße. Warum? Keine Ahnung. Irgendwann war 580 ich war besser. Irgendwie. Ich war schlechter. Ich war um einiges besser. Boah, Alter, was? 14.4 und 14.08 hatte ich? Krass. Oh, ich hab gewonnen, ich hatte die schnellste. Insgesamt. Aber ich bin auch nur 15 Sekunden, also gar nicht so viel langsamer als ihr. Nur eine Sekunde. Und ja. Drecks hat nicht viel. Ja. Aber ich fahr ohne. Ja, ohne Scheiß, wir haben eine 14.0. Was hast du für einen Rang, Tino? 1-1. Ah, 1-1. 7-1. 1108. Das ist kein so großer Unterschied. Ich bin 2900. Na gut, die eine Sekunde zwischen Malte und uns ist doch ein großer Unterschied. Ja, sag ich ja, beim Drexler ist es ja, ist das eine Ewigkeit, eine Sekunde. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, wie meine Gesamtplatzierung aussieht. Oh, immerhin schon. Wir bräuchten selber. Einfach ja. Noch einen, ey. Das ist echt kacke, dass man das Crewzeitrennen nicht fahren kann, ja. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob wir ein Dings machen wollen hier, Herausforderungen oben. Eine Herausforderung können wir ja machen. Eine schön lange Strecke stecken, die fahren wir dann. Das können wir im nächsten Part machen. Oder fahren wir öfter, öfter eine Strecke. Haben Patrick und ich zum Beispiel letztens gemacht. Mach mal die Fluchtherausforderung. Mach doch Monster Truck. Jetzt bin ich weg. Hm. Jetzt, ja. Ja, stimmt, Monster Truck hätten wir auch noch fahren können. Dann fahren wir auch mal eine Flucht, mach ich auch mal. Können wir doch jeder, kann doch, können wir Flucht, können wir allgemein machen. Warte mal, ich brauche auf jeden Fall Rallye. Hm. Was ist denn besser, Offroad oder Rallye? Patrick meint Gelände ist besser. Gelände oder Gelände? Ja, ist Gelände. Dann versuchen wir es mit Gelände. Musst du nicht machen oder so, Malte? Irgendwie hinfahren oder so? Nee, nebenbei habe ich immer noch mal Zeit, dich zuzumeckern, Patrick. Du hast das Ganze mit einem scheiß Monster Truck nicht, oder? Ja, natürlich wird das mit dem Monster Truck gemacht. Natürlich. Du bist ein bisschen mad, Patrick, habe ich das Gefühl. Ich bin nicht mad. Schmeckst du das Salz? Ist irgendwie ein bisschen versalzen hier gerade. Du kleiner Penner. Scheiße, schafft nicht mal Silber, ey. Was ist denn das für eine Wichser? Schnell auf. Warte mal, gibt's da irgendwie eine Straße oder sowas? Nein. Gut, das war jetzt ihr Gelände. Jetzt versuchen wir das Ganze mal mit Rallye, ne? Mal gucken, was da rauskommt, ne? Hm, noch einmal bitte. Ich hatte persönlich mit dem Rallye-Auto ein besseres Ergebnis als mit jetzt dem. Ist noch einmal gemacht? Offroad. Hat noch einmal gemacht. Scheiße, wo war das jetzt? Was? Blitzreise. Ja, nochmal gebrochen den Rekord. Du hast mit Rallye besser gemacht? Ja, Rallye besser als Offroad. Nehme ich jetzt den. Aber mit dem Monster Truck habe ich das beste Ergebnis erzielt. Meinte, wie viele Punkte hast du jetzt? Ach, du bist mit dem Monster Truck gefahren? Ja. Lol, das ist natürlich auch eine Idee, ne? 5000, Patrick, hatte ich. Wie viel genau? Du hattest einen neuen Rekord aufgestellt, wird mir angezeigt, also wirst du mehr haben als ich. Gott sei Dank. Aber ey, ohne Scheiß, Rally ist 10 mal besser. Ja, 745 Punkte Platzierungen gut gemacht. Ja, mit Monster Truck, der geht gut ab, Patrick, ne? Aber ich fände, ich würde an deiner Stelle lieber ein Gelände wählen. Du kannst mich mal kreuzweise, ey. Latin, mein Freund. Nice. Betrieben geworden! Ja, Patrick, dein Rekord nochmal gebrochen, ey. Na, du Bitch da! So, ich mach das Ganze aber noch einmal, ganz einfach aus dem Grund. Monster Truck. Ne? Meine Freunde. Ja. Geht Monster auf jeden Fall besser. Nochmal 239 Plätze gut gemacht. Monster Truck. Monster Truck, Monster Truck, Monster Truck, Monster Truck. Ich hab keinen Monster Truck, kann das sein? Doch. Nein. Du hast keinen Monster Truck? Ohne Scheiß, ich hab kein Monster Truck. Also Monster Truck Tuning Teil solltest du aber auch, glaube ich, auch haben. Das müsste ich haben, oder? Das müsstest du auf jeden Fall haben. Hast du bis jetzt immer beim Monster Truck immer mit einem gestellten Auto gefahren? Jupp. Okay. Warte mal, dann geh ich mal zum Monster Truck Tuner. Oh, da ist mich etwas verrissen. Wann der?
So. Manno! Manno! Bin ich über einen Stein gefahren und. Wo ist denn der Scheiß? Ich bin über einen Stein gefahren! Las Vegas irgendwo. Boah, weit, ey. Bist du anstrengend. Kennst du doch. Ja. Ben Tuner? Belly Tuner? Monster Tuner. Irgendwo in der Wüste, ne? Beten. Was könnte man mal als Monster-Truck machen? Da ich jetzt überhaupt ein Kit habe, muss ich das mal gucken. Bestimmt. Weil du hast schon Monster-Truck. Sammlung. Ja, ich habe ein Kit verdient. So, welchen nehmen wir denn? Ich kann dir den Abarth ziemlich empfehlen als Monster-Truck. Ernsthaft? Ja. Warst mich, Digga, oder? Nein. Du kannst auch... Ich habe sogar noch ein Drexler-Kit, habe ich ja auch noch. Ja, da hast du die bis jetzt alle noch nicht benutzt. Der Camaro ist auch ganz gut, den benutze ich zum Beispiel. Nimm mal den Abarth, wie du das sagst. Ja. Bau ihn um, Baby. So. Welche Punkte hast du? Oh, mich bereist es gerade mega. Ja, jetzt hast du mich auf die Seite gestellt. So, meine lieben Freunde, aber... Deko? Ja. Techno. Ach nee, warte, komm, ich will den noch einmal schnell fahren in der Wüste hier. Okay. Alter, was hast du für einen Eventrang? 869. Weiß ich aber nicht mal, wo das war. Ach doch, da irgendwo, ne? 869. Da war das. Bin ich vor dir? Ja. Sonst hättest du nicht was gesagt, aber du warst so still. Hä? Na, Patrick, suchst du einen Anlauf? Oh, Patrick sucht nach Anlauf. Patrick möchte es ernst. Jetzt möchte er jetzt ernst machen. Geiler Monster Truck ist halt, die Hügel machen dem halt nichts aus, weil du den halt in der Luft kalibrieren kannst. Ja. Nein, oh, jetzt macht er noch einen Überschlag, der Trottel. Ach, shit. Ich verbessert wenigstens. Oh, ich hab's verbessert. Ich auch. Nein, fick dich. Doch, hab ich. Nein. Ich will deine Platzierung wissen. Ja? Ja. 727? 700. Du bist ein... Bist du 728 oder? 794. Ja, schade, Patrick. So, bin Leute. Ich wohl wieder vor dir. Das tut mir aber leid. Deko, ich glaube, du müsstest mal. Ich muss, alles klar. Dann, wie ging das noch? Ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Ciao, rein, Leute.